du, warum wir hier auf der Straße stehen und nicht wie üblich auf diesem Platz der Lübecker Straße, sodass die Straße leider blockiert werden muss? Dem Bürgermeister Herrn Galander ist nach 10 Jahren eingefallen, hat er so gesagt, nach 10 Jahren wäre ihm aufgefallen, dass diese Fläche der GBA gehört. In den letzten 10 Jahren haben wir immer da unsere Kundgebung gemacht, das galt als öffentlicher Grund. Jetzt sagt er, das gehört zur GBA. Und er sagt, deswegen dürfen wir da keine Kundgebung machen, weil das Privateigentum sei. Und mal abgesehen davon, dass ihm das erst nach 10 Jahren einfällt, was ja auch nicht so sehr für die intellektuelle Leistungsfähigkeit spricht, ist schon die Frage, von was für Leuten die regiert werden. Aber es ist natürlich Unsinn, was er sagt. Die GBA gehört der Stadt Anklam hundertprozentig und ist damit indirekt öffentliches Eigentum. Und eine Stadt kann sich nicht darum herumdrücken, Menschen öffentliche Flächen für ihre Grundrechte zur Verfügung zu stellen, indem sie ihr Eigentum privatwirtschaftlich organisiert. Es gibt sowas wie ein Grundgesetz, was Herr Galander vielleicht auch einmal aufschlagen sollte. Dort gibt es Grundrechte, wie das Recht, sich zu versammeln. Und das darf man zwar nicht auf privatem Grund, ich kann nicht in Ihrem Schrebergarten eine Versammlung abhalten und sagen, hier, das ist mein Grundrecht, aber auf öffentlichem Grund sehr wohl. Und es ist egal, ob das nun direkt öffentlicher Grund ist, wie diese Straße, oder ob das indirekt dem Staat gehört, wie diese Fläche oder die GBA. Wenn das nicht so wäre, dann könnte ja die Stadt morgen die Straßen hier irgendeiner Firma überlassen und dann dürfte überhaupt keiner mehr demonstrieren ohne deren privatrechtliche Genehmigung. Das kann nicht sein, wir hatten nur leider keine Zeit mehr, das durchzuklagen vor dem Verwaltungsgericht. Deswegen stehen wir heute hier. Wenn Sie also Unmut darüber empfinden, dass hier die Straße blockiert ist, dann wenden Sie sich an Herrn Galander im Rathaus. Er hat Ihnen das eingebrockt. Wir wären lieber da gewesen und wir werden da auch wieder sein, weil wir das ziemlich leicht einklagen können. Jetzt aber zum Thema. Wie Sie wissen, sollen in der Rigaer Straße da hinten Asylbewerber einquartiert werden. Etwa 30 Leute für den Anfang in den Nummern 3 und 7. Und wir protestieren schon dagegen, dass das nicht demokratisch geschehen ist. Man hätte ja eine Bürgerbefragung machen können. Man hätte sich ja fragen können. Alle Umwohner versammeln, vielleicht im Volkshaus, und fragen können, wollen sie das eigentlich? Die etablierten Parteien sagen ja immer, das ganze Volk ist begeistert davon, dass hier immer mehr Asylbewerber reinkommen. Und finden das toll, sie wollen es bunt und tolerant und immer mehr Ausländer. Wenn das so wäre, dann hätten sie es doch riskieren können, so eine Abstimmung zu machen, die Leute zusammenzubringen und zu sagen, wollt ihr das? Das haben sie aber nicht gemacht, sondern sie haben es antidemokratisch, autoritär von oben entschieden. Galander ist zur Landrätin gerannt und hat sie sogar freiwillig bereit erklärt, diese Asylbewerber hier aufzunehmen, weil er wohl wieder mal glänzen und seinen Namen in der Zeitung lesen wollte. Aber er dachte nicht im Traum daran, die Bürger zu fragen. Erst jetzt, nachdem alle Entscheidungen getroffen sind, erst jetzt soll es Einwohnerversammlungen geben. Die haben dann etwa den Charakter wie unter Honecker, wo sie mit Winkelement dann antanzen dürfen und erzählen dürfen, wie toll sie das alles finden. Falls sie aus Sicht der Politiker nicht schlau genug sind, um zu kapieren, wie gut das ist, dass die Asylbewerber hier reinkommen, dann wird ihnen das erklärt und dann haben sie das gefälligst zu schlucken. Wir haben gerade von einem Einwohner der Rigaer Straße erfahren, der hat sich beschwert bei der GBA, glaube ich, oder bei der Behörde über den Einzug der Asylanten hier. Und ein paar Stunden später soll der Staatsschutz bei ihm gewesen sein. Also die Polizei, die sich um Staatsfeinde gekümmert und ihn gefragt haben, was er eigentlich will. Ja, das sind schon interessante Verhältnisse. Dieses System scheut leider die Demokratie. Es nennt sich demokratisch. Aber alles vom Euro bis zu den Asylanten hier in der Rigaer Straße, alles wird autoritär von oben durchgesetzt und das Volk darf nur Beifall klatschen oder es ist schon verdächtig. Wir dürfen uns das nicht länger gefallen lassen. Wir haben nichts dagegen, wenn Menschen in der dritten Welt geholfen wird. Es gibt in Syrien viele Flüchtlinge, die leben in Zeltstädten, da sollen sie ihr Lebensmittel hinschicken. Aber es ist absolut unakzeptabel, dass hier 30 Leute kommen und so auf so hohem Niveau versorgt werden von unseren Steuergeldern, dass man davon 3000 arme Leute in Syrien oder in der dritten Welt allgemein wunderbar unterstützen könnte. Diese Leute sind zum großen Teil Fahnenflüchtige, sie lassen ihre Länder im Stich, sie teilen das Schicksal ihrer Völker nicht. Damit haben sie eine Mentalität, die unseren Politikern sicherlich sehr bekannt ist. Sie passen gut miteinander zusammen
aber wir wollen nicht, dass gegen den Willen des Volkes und gegen den Willen der Einwohner hier Fremde untergebracht werden, dass das Leben hier unsicherer wird, dass Kriminalität um sich greift und dass am Ende kein Deutscher mehr hier eine Wohnung kriegt, weil alles voll ist mit Asylanten und das von oben autoritär durchgesetzt von arroganten Politikern, denen das Volk völlig egal ist. Und wir werden diese Proteste weiterführen. Das ist nur der bescheidene Anfang. Wir werden noch ganz andere legale und friedliche Seiten aufziehen, um klarzumachen, dass das Volk sich gegen solche Willkürakte wehrt. Vielen Dank, meine Damen und Herren.